herzlich willkommen beim Greek Freak. Ja. Ich passe gerade noch so ins Bild. Hallo und herzlich willkommen. Vor mir steht, wie ihr anhand des paar Fotos vom Aufbau ja schon gesehen habt und dem Thumbnail, die Royal Fleet oder zumindest ein Teil davon. Jawohl, Rio Bricks 66011, 3162 Teile. Jawohl, in voller Pracht. Was habe ich vergessen? Ah, doch nicht. Schon gedacht, ich habe mir damals das Messwerkzeug vergessen. Huiuiui. So. Jetzt fangen wir mal an, wie immer. Mit der Anleitung. Die Anleitung ist okay. Darstellung ist manchmal ein bisschen klein. Also man könnte manchmal ein bisschen näher ranzoomen. Also insgesamt sind die Bilder groß, aber das, was wichtig ist, ihr seht es, es ist immer farbig, da hätte man doch durchaus ein bisschen näher rangehen können. Das ist so ziemlich das Einzigste, kleiner repräsentativer Ausschnitt. Okay. Also, alles ist ausgegraut, alles was Neues ist gut. Voll koloriert. Jüngere werden weniger Probleme haben als ein alter Sack wie ich. Das Einzige, was ein bisschen gucken müsst, dass ihr relativ gutes Licht habt, weil die Farben sind ziemlich dunkel abgedruckt. Das heißt, dunkelblau haben wir hier am Rumpf. Und zwischendrin immer mal wieder, aber hauptsächlich das dunkle Braun. Jawohl, hier am Mast. Das dunkle Braun sieht manchmal ein bisschen aus wie schwarz. Müsst ihr ein bisschen gucken. Aber da es allzu viele schwarze Teile nicht hat, aber sehr viel dunkelbraune, merkt man das dann schon sehr schnell. Dass es nicht schwarz, oder dass der Hersteller nicht schwarz gemeint hat, sondern dunkelbraun. Rio Bricks, wenn ihr das guckt, das war schon ein Kritikpunkt bei diesen zwei Mittelalter-Sets, der Schmiede und dieser Burg, und die waren beide toll, tolle Sets. Aber da war mein Kritikpunkt auch schon ein bisschen die Anleitung und Farbdarstellung. Da müsst ihr noch ein bisschen gucken, aber ansonsten nichts zu klagen, ich habe es zusammengeklöppelt bekommen, die 3162 Teile in 10 Bauabschnitten. Jawohl. Wobei, und das war bei den anderen auch schon so, da war es nur der erste Bauabschnitt 1 und 2 in einer Tüte, hier war jetzt 1 und 2 und 3 und 4 in einer Tüte. Also wenn er die aufmacht, dann habt ihr doch ein bisschen mehr Teile. Warum er das dann macht, weiß ich auch nicht. Vor allem, weil die Teile dann untereinander, also in der Tüte 1 und 2 sind dann halt einfach 12 Tüten und keine Unterscheidung mehr in 1 und 2. Das heißt, dann macht es keinen Sinn. Ehrlich nicht. Dann mach doch einfach 1. Das ist ja blöd. Aber ansonsten alles okay. Teilequalität gut bis sehr gut. Das war schon bei dem Mittelalter, bei der Schmiede und der Burg so. Auch hier gibt es nichts zu beanstanden. Von der Klemmkraft und allem und der Farbtreue innerhalb ihrer Farbe sind die Steine toll. Absolut nichts zu bemängeln. Die Klemmkraft ist hervorragend. Also das hat nicht ganz das Niveau und Haltekraft von Molking, was ja dann bei den Platten dann schon eher angenehm ist. Aber es ist auch nicht schlechter als Lego. Absolut nicht, wirklich nicht. Ab und zu sind mal ein Stein ein bisschen verkratzt und die Fliesen sind ein bisschen matter wie die von Lego, wie sie bei den meisten Chinesen sind, aber das hier ist wirklich gut. Ihr könnt sich anders sagen, das ist gut. Könnt ihr euch, müsst ihr keine Qualitätssorgen haben. Die Rio Brick schon mal gebaut haben, können ja ihre Erfahrungen mal für die anderen Zuschauer unten in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr das von Rio Bricks bis jetzt, wenn ihr schon was gebaut habt? Also ich habe echt nichts zu bemängeln. Fehlteile gab es keine. Einmal hatte ich nach Dreierplatten gesucht und wahrscheinlich hatte ich, hinterher waren zwei
Also 3-auf-3-Platten und hinter waren 2-auf-3 und 1-auf-3 über jeweils. Das haben dann wieder die 3er-Platten gegeben. Wahrscheinlich hatte ich mich vorher irgendwo verguckt gehabt. Ich bin ehrlich, manchmal habe ich nicht oben auf die Teileanzeige geguckt, sondern direkt aufs Bild. Und dann kann sein, dass ich da, da kommt ein 3er hin und habe die Teile falsch verwendet. Aber ansonsten bis auf 5 übrige Teile, alles wunderbar. Also die 5 übrigen Teile sind natürlich auch wunderbar. Glimpskrams, lohnt sich jetzt gar nicht zu zeigen. Bei 3.162 5 Stück, das sind 4 Einserteile und einer von den 3er Arches hier im Dark Blue Stray. Die sind eher selten. Also selten über. Dazu kommt ein Stickerbogen, den man getrost nicht benutzen kann, wie ich. Die beiden Sticker hier oben, die sollen hier links und rechts jeweils auf die Fahne drauf. Und das Blaue könnt ihr euch denken, jawohl, soll hier auf die Lupen aufgebracht werden für unsere 28 Kanonen. Das Ding ist gut bestückt, kann sogar, jetzt zeigen wir mal die Schokoladenseite, hoffen ohne, dass es runterfällt. Seht ihr das hier hinten? Ich lebe es jetzt einfach mal fett in die Kamera, oder? Zack. So, seht ihr? Kann sogar nach hinten schießen, jawohl. So. Man muss ein kleines bisschen vorsichtig sein, nicht, dass es instabil wäre oder irgendwas. Ach, es ist einfach ziemlich groß. Ziemlich groß. Und ich finde eigentlich insgesamt gut gelungen. Jetzt machen wir mal aus und dann komme ich noch auf so ein bisschen was zu sprechen. Also böse Überraschungen haben wir hier keine, das kann ich euch gleich sagen. Ihr lebt ja kein blaues Wunder. Es stimmt sogar mal die Angabe vom Hersteller, 87 cm ungefähr. Also nicht, dass ich dem chinesischen Hersteller bei der Angabe von irgendwelchen Sachen misstrauen würde. Aber der Lepin Falke hatte halt 800 Teile mehr als der Lego Falke auf dem Karton. Da steht 70, ich würde sagen, es ist eher 73. Und die Breite, ja, ich glaube, die ist schon hier oben am breitesten. Das ist immer so ungefähr bei 21. Ah, das ist so 16, 17 ungefähr. Also ist schon ein Klopper vom Gewicht. Geht's. Es hat zwar viele große Teile verbaut, allein schon die unten sind Formteile. Ich denke, ich kann es jetzt schwer. Aber ach, ihr habt es ja auf dem Beger gesehen. Ich habe ja ein paar Bilder gemacht. Also der Rumpf sind alles Formteile. Hier vorne sind ein, zwei Formteile. Und die Masten sind im Großen und Ganzen mit Formteilen gemacht. Bis auf die Querstreben. Aber sonst ist alles ganz normal aus allen möglichen Teilen zusammengeschustert. Und das eigentlich ziemlich gut. Ich habe wirklich vom Aufbau her wenig zu klagen. Eigentlich gar nichts. Vom Aufbau her ist es alles, es hält alles ganz gut, man kann nichts sagen. Hier so Sachen, die sind halt über den Winkel da so reingestellt, die können halt also ein bisschen wackeln. Es ist ganz klar kein Set für Kinder zum Spielen, ja, das ist ein Display-Set, das ist vollkommen klar. Und dafür ist überall stabil, ihr könnt es überall anfassen, es fällt nichts, sitzt super wirklich schnell ab. Klar, so eine Lampe fällt ab, wenn es auf einem Start hängt. Aber ansonsten haben sie das vom Aufbau und allem her wirklich gut hinbekommen. Der Aufbau macht Spaß. Er geht relativ zügig. Circa 8, ne? 7,5, 8 Stunden. Das finde ich für so ein großes Schiff doch ziemlich, also für die Anzahl der Teile und wie die Größe, die man hat, ist es doch, lässt sich zügig ganz gut bauen. Manchmal muss man dann auch nicht mehr reingucken, weil dann baut man einen Haufen Sachen mal gleich. Ja, ihr seht ja hier diese Verkleidung, die kommt auf der anderen Seite natürlich genauso oft vor.
Dementsprechend kann man ein bisschen abschalten und vor sich hinklicken. Dadurch lässt sich es ganz gut bauen, ist aber nicht allzu repetitiv. Also ist nicht so, dass man erschlagt mich oder nimmt es mir weg oder ich hänge mich. Also, ja gut, so ganz so schlimm war der Big Ben nicht, aber nah dran. Aber auch Erbauer der Tower Bridge oder das Taj Mahal wissen, was ich meine mit repetitiv. Das Einzige, wo ich eigentlich wirklich sage, das müsst ihr ein bisschen besser machen, ist das mit den Segeln. Da ist schon ziemlich schwer zu erkennen, wie man es genau machen soll. Also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. Die, wo nicht ganz so weitschenklig auseinander sind, sollen jeweils die drei unteren sein und die breitschenkligen auch die oberen. Jo. Das Segel und das mittlere hier, die habe ich, glaube ich, verwechselt. Das Problem ist aber, ich könnte sie jetzt wieder tauschen. Nicht ganz. Hier habe ich keine Möglichkeit. Hier wird es wirklich nur durch das Loch gehalten und über die Stange gestülpt und hält dann, weil es ausgestanzt ist. An der Stelle wird es oben angebracht, indem ich hier nochmal den Konuskegel drauf mache, die 1 auf 1 Konus. Und dann kann ich das auch oben, weil es ausgerissen ist, das Gestanzte, oben hier auch einklemmen. Da kann ich es nicht einklemmen, weil das gehört eigentlich nach da. Ich hatte es dann gleich gemerkt, dass das hier so ein bisschen unmotiviert vor sich hin scheppelt. Hab gedacht, ja, das sieht doch auch wirklich doof aus, mach's nach vorne. Und dabei ist eingerissen, weil das Ding hier ziemlich fest drauf saß. Irgendwie kaputt gegangen dabei. Jo, also passt drauf auf, das Größere legt übereinander, das Größere gehört nach vorne. Das Mittlere gehört hier hin, dann ist hier auch Spannung drauf. Das war einer dieser Kegel. Das war der, der das Tuch oben gehalten hat. Na, ihr seht, es ist hier ausgerissen. Wunderbar. Und dann passt es. Ne? Also, ich will das Ding eh verscherbeln. Also, der, wo es haben will, du hast hier einen kleinen Defekt am Segeltuch. Aber dafür gibt es das Ding wie immer billiger. Ja? Die, wo wissen, was ich meine, Kanalinfo steht meine E-Mail. Wer es haben will, ich habe keinen Platz. Schreibt mich an. Bin immer froh, wenn ich die großen Sets irgendwo wieder loskriege. Okay, das ist wirklich das Einzige, wo ich sage, das hätte ich ein bisschen besser machen können. Die Segel oder die deutlicher unterscheiden in der Anleitung, wo man dann erst sehr spät merkt, ach nee, das ist doch leicht anders. Auf den ersten Blick sehen sie nämlich alle relativ gleich aus in der Zeichnung. Nur wenn man sie übereinander legt, merkt man schon, die sind alle ein bisschen verschieden groß. Und die, wo gleich groß sein wollten, sind sein sollten wahrscheinlich, weil innerhalb der Zeichnung kann ich ja nicht sehen, ne, in dem kleinen Kästchen, weil da keine Maße dabei sind. Also die drei unteren, die von der Form her gleich sind, sind aber von der Größe her auch nicht genau gleich. Also das müssten sie ein bisschen besser machen, Rio-Brix. Dann sind manche sehr steif von sich aus hier. Das ist viel dicker und steifer als das hier. Das hier ist ganz dünn und labbrig wie Seide. Und das ist ein anderer Stoff oder stark imprägniert. Dann haben sie entweder hier die Imprägnierung vergessen oder hier aus Versehen eine drauf gemacht. Obwohl die Imprägnierung ich hier bevorzuge, weil damit herrscht so eine gewisse Form. Allerdings kann man die andere dann so ein bisschen ausbeulen nach vorne. Vielleicht hätte ich sollen fürs Review hier einen Ventilator aufstellen, hätte es vielleicht ein bisschen besser ausgesehen. Okay. Innen drin, ihr habt die Bilder gesehen vom Aufbau, man kann es, ich mache es jetzt nicht, weil ich noch eine englische Fassung drehen will, aber ihr könnt das einfach abnehmen. Ja. Das heißt, das hier, zack, ihr seht es, zack, könnte ich komplett abheben. Die Masten könnt ihr auch relativ locker abheben, ihr müsst sie halt dann entweder hier wegmachen oder ihr nehmt das obere Teil, das sind, im oberen sind es zwei Teile, getrennt ab und nimmt es mit den Masten ab. Ihr könnt es mit den Masten abnehmen und hinstellen, vorderer und hinterer Teil, das ist gar kein Problem. Wie gesagt, ihr habt es ja auf den Fotos gesehen, wie es aufgebaut ist. Vordere Teil ist ungefähr ein Drittel, hinterer Teil zwei Drittel, von der Größe her ungefähr. Und dann ist es überhaupt gar kein Problem. Innen drin ist bei den Mittelalter-Sets, die Schmiede war innen drin herrlich detailliert gemacht.
Hier ist innen drin nichts. Es ist kein Boden gefliest im Großen und Ganzen. Hier oben drauf ist nichts gefliest. Man kann die Dinger hier öffnen, die Ladeluken. Und man kann es schön aufmachen. Das ist immerhin sehr, sehr gut. Das heißt, wenn es doch für Kinder holt zum Spielen, sie können es relativ gut abnehmen und wieder draufstellen und können innerhalb vom Schiff spielen und mit den Kanonen schießen. Darum geht es ja dann eventuell, wenn man das als Spielset nimmt, denke ich, wollen die Kinder auch an die Kanonen. Also alle 28 funktionieren auch wunderbar, das ist alles gar kein Thema. Das ist zum Beispiel eine Arbeit, die könnt ihr euer Kind machen lassen. Bau mal schnell die 28 Kanonen zusammen, es wird sich freuen. Absolut. Vielleicht noch bei der ersten, vielleicht noch bei der zweiten. Spätestens ab einer Handvoll wird es dann langsam wahrscheinlich dem Kind zu doof. So, hier die Dinger gehen, die Gitter, die gehen relativ schnell hier von den Technik-Bricks runter, die da unten drunter sind, die sich drehen lassen. Aber ansonsten gibt es nichts zu bemängeln. Ein Teil ist mir abgeflogen, wenn jemand es... Ich weiß nicht wohin. Überall so rumgeguckt, also auf den ersten Blick. Ah, habe ich das Fenster nicht richtig drin. So. Auf den ersten Blick habe ich es nicht gefunden. Derjenige, der weiß, wo das hinkommt, habe an den Segeln rumgespielt und da macht es Blick und hatte irgendwo an der Seite angefasst, aber ja, egal. Okay, bevor wir vom Thema abkommen. Der vordere Teil ist ganz leicht ein bisschen instabil, wenn das ein Kind bauen lässt. Ich denke, es braucht, wenn, dann eigentlich nur Hilfe, eventuell hier beim vorderen Teil so ein kleines bisschen und vielleicht bei den Masten und der Bespannung mit den Segeln. Ansonsten dürfte es sich auch von einem 10 bis, ne, so ab 10 dürfte ein Kind eigentlich mit ganz leichter Unterstützung von Erwachsenen kein Problem haben. Wie lange es als Spielset aushält, sei mal dahingestellt. Ja, also die Masten sind schon, ihr seht es, sind schon stabil da dran, durch die Seitenbespannung hier noch. Ich gehe mal davon aus, dass es bei älteren Kindern eben ab 10 aufwärts dann auch nicht ganz so viel. Für 6-7-Jährigen würde ich es jetzt nicht unbedingt geben zum Spielen. Also da denke ich, wird es wahrscheinlich leiden. Oder ihr habt sehr gerne Wiederaufbau. Dann vielleicht. Okay. Wollte ich noch irgendwas sagen? Nee. Dadurch, dass es ein bisschen karg ist innen drin, gut, es sind ja auch voll geballert mit Kanonen. Ja, also hier hinten dann in der Chefskajüte ist dann auch nicht allzu viel drin, also von daher. Aber ihr habt die Möglichkeit natürlich, das zu bevölkern mit, in dem Fall hier, The Royal Fleet. Das Ganze ist eventuell sogar noch ein Lizenzthema. Ich weiß nicht, dass da steht noch The Sun dabei und da gibt ein Piratenschiff und das Royal Fleet Schiff. Ja, also Fleet müsste ja eigentlich mehrere Schiffe sein, aber egal. Vielleicht ist es sogar eine asiatische TV-Serie. Wer es weiß, bitte unbedingt in die Kommentare schreiben. Ich bin momentan gerade ein bisschen faul. 12 Tage am Stück gearbeitet. Bin froh, wenn ich das Ding jetzt fertig kriege und geschnitten fürs Wochenende, damit ihr was zu gucken habt. Wer das weiß, wer die Fernsehserie zusammen kennt und es müsste, ne, 16., 17., 18. Jahrhundert spielen und wahrscheinlich Piraten gegen ihre Majestät sein. The Royal Fleet, vielleicht sind es chinesische Piraten gegen die bösen britischen Besatzer. Ich weiß es nicht, aber ich wollte nur noch mal erwähnen, dass ich mir vorstellen könnte. Muss nicht sein. Okay. Aber generell kann man es einfach wunderbar nehmen. Ja? Wer schon vielleicht ein, zwei Piratenschiffe hat und denkt, ich bräuchte noch einen Gegenspieler. Wenn euch gefällt, was ihr seht und sagt, okay, mit den Segeln, da kann man ja auch noch ein bisschen was machen. Man kann ja auch einen anderen Stoff sich noch nehmen und besser zurechtschneiden. Das ist jetzt wirklich kein Problem. Wer wirklich unbedingt ein schönes Schiff haben will, gibt auch nochmal 5 Euro für eventuell bessere Segel aus, aber ansonsten ärgert er euch überhaupt nicht und wenn euch die Farbgebung und alles gefällt, ist das hier schon ein stolzes, großes, majestätisches, schönes Schiff, kann man echt nichts sagen. Es ist ein bisschen viel Gold, aber im Namen der Königin wurde halt, ne, es ist immerhin die royale Flotte. Okay.
Wenn ihr unbedingt das Piratenschiff auch sehen wollt, sagt mir Bescheid, dann schreibe ich ihm Leute, dann soll er mir das Piratenschiff auch noch schicken. Ist, glaube ich, sogar ein bisschen billiger und ein bisschen kleiner. Aber da mir das so viel Spaß gemacht hat und die Qualität von Rio Brick so gut ist, hoffen wir mal. Ich habe bei einer anderen Firma noch dieses, es gibt noch ein Fort, das passt hier dazu, ne? Also das, die Heimatbasis der Royal Fleet ist dann so ein Castle Fort mit 4.500 Teilen, also auch recht großes, schönes Set. Und die Piraten haben eine ziemlich coole Piratenbucht mit so Totenschädelhöhle oder so, oder ähnlich sieht das am Foto aus. Guckt mal auf Your World of Building Blocks oder dem Händler eures Vertrauens, der Rio Brix führt. Die Sets, die anderen drei, das Piratenschiff und die beiden Dinger, sehen sehr interessant aus. Wenn ihr da Interesse bekundet und die anderen es mit dem Daumen nach oben unterstützen und da kommt eine gewisse Anzahl zusammen, lange Rede, kurzer Sinn, dann gucke ich mir auch die anderen drei Sets an. Wie gesagt, die Pirateninsel habe ich irgendwo bestellt, aber noch keine Sendebestätigung oder irgendwas bekommen. Ich denke, die werden es gar nicht bekommen haben oder irgendwas. Also werde ich es mir dann nochmal beim Neu besorgen. So, ich glaube, jetzt bin ich fertig. Fertig. 12-Tage-Dienst ist nicht schön. Okay, ja, ne. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch noch mit der Farbgabe, aber sogar das Hellblau zwischendrin und das normale Blau wirkt nicht super störend. Das wäre zwar schöner gewesen, wenn die Klappen auch Dark Blue gewesen wären, in meinen Augen, aber ansonsten ist es durchaus farblich ein angenehmes Set. Sticht jetzt nichts wirklich böse ins Auge. Innen drin ist auch kein Farbseuche verbaut, ihr habt es auf den Fotos gesehen. So, gut, genug gelabert, alter Mann. Geh ins Wochenende. Mach ich. Okay. Als nächstes kommen zwei Technikvideos und dann kommt ein Pneumatik-Set von Mold King, was mir ein lieber Zuschauer geschickt hat. Danke, Frank. Und dann müssten Thai-Bomber kommen. Jawohl. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Frank, der Brickfieg. Euer Frank, der Freak, heute der Brickfieg, wünscht euch ein schönes Wochenende. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Bye, bye.